Jo, liebe Freunde, willkommen in einem neuen Pokémon-Video von mir. Und zwar handelt es sich hier wieder um einen Koffer, diesmal vom Smith Toys. Wir haben ja schon zwei vom Spielwanz Heinz geöffnet, einen vom Smith Toys meiner Freundin, einen Smith Toys Vorbestellung. Der ist der erste, der von mir geöffnet wird, der vom Smith Toys so gekauft worden ist. Da ist gerade die Bestellung reinkommen vor ein paar Wochen und dann habe ich gleich zugeschlagen. Und ja, normalerweise mache ich das nicht, mehrere Sachen von einem kaufen. Aber bei Celebrations konnte ich nicht nein sagen und musste zuschlagen. Genau. Also, wer das letzte Koffervideo gesehen hat, weiß, wir haben relativ gut gezogen. Beziehungsweise so gezogen, was mir noch gefehlt hat. Und wir haben wieder 6 Celebrations Booster, 2 Kampfstile Booster. Jo, was fehlt mir denn jetzt noch? Inhalt erspare ich euch, weil das wisst ihr sowieso. Sticker, Notizblock, kleine Mappe und so weiter und so fort. Genau, was fehlt mir denn jetzt noch? Mir fehlt nur noch Glurak, Isaflor, schimmerndes Carpador, Mew EX, Lepoment, das habe ich selber nicht gezogen, habe ich mir mitbestellt. Das heißt, ja, wenn ich es nicht ziehe, habe ich es gekauft. Und ich glaube sonst noch eine Karte, aber die vergesse ich immer. Leider fällt sie. Ah, und Reshiram, genau, Reshiram. Die fehlen mir noch. Also wäre cool, wenn wir eine von denen ziehen heute. Und heute filme ich wieder mal mit meinem Handy. Das heißt, wir haben nicht die Weitwinkelfunktion. Aber sei es drum. Gut, schauen wir mal, ob wir so viel Glück haben bei Kampfstile wie letztes Mal. So, wir haben fokussierte Angriffenergie im Reverse Holo. Und ein Elevoltag als Rare. Schade. Kann man nichts machen. Alles gut. So, dann haben wir das zweite Kampfstile-Pack, genau. Also es wird jetzt es ist sehr Celebration-lastig jetzt mein Kanal. Aber ich werde auch noch andere Sachen öffnen, wie man in meinem vorletzten Video gesehen hat, beim Bestellungsvideo. Also da kommen noch ein paar coole Sachen. Und ein halbes Display werde ich auch noch mit dem Thomas öffnen von Strahlende Sterne. Blister werde ich öffnen von Strahlende Sterne, Oldschool Blister, dann eine Goldkollektion von Glur, Reshiram und. Also ja, es wird nicht fad auf diesem Kanal, sagen wir so. Könnt immer einschalten, ein, zwei Videos schaue ich immer, was ich pro Woche hochlade. Genau, wir haben Venflubis in Reverse Holo und Mantidea als Rare. Ja, heute haben sie wieder nicht gegönnt. Gut, macht nichts. Dafür muss Celebrations zumindest gönnen, entweder was Cooles. Doppeltes oder eine Karte, die mir gefehlt hat, wäre ich schon sehr happy. Gut. Es hüpft uns gleich ein Sekrom entgegen. So, Code weg. Oh, ich habe schon was glitzern gesehen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Sekrom. Ich werde nervös langsam. Ich werde nervös. Immer bei diesem Set bin ich so nervös, weil es einfach so cool ist zum Öffnen. Cosmowurm. Oh Gott, eine silberne Karte. Ist es Mew EX, was mir gefehlt hat? Nein, es ist Luxtra Level X. Schade, habe ich jetzt schon dreimal, aber macht nichts. Trotzdem cool, besser als nichts. Und ein Mew, leider nicht das EX, aber ja, sehr coole Karte. Oh, die Sleeves habe ich nicht vorbereitet. Schlecht vorbereitet hier. Ei, ei, ei. Macht nichts. So, Luxtra Level X kommt natürlich in eine Hülle. Genau, dann öffnen wir gleich das zweite Booster. Schauen wir mal, ob wir noch was Cooles ziehen. So, wir haben einmal Cosmowurm wieder. Dialga und letzte Karte ist ein. Oh, Session V, leider nur. Gut, kann man nichts machen. Gut, Session V kommt auch in einem Sleeve. Sind wir nicht so. Genau. So, ein bisschen Ordnung da schaffen, damit wir ein bisschen Platz haben. So, 4 Boosters noch. Come on, come on, Celebrations. Enttäusch mich bitte nicht. So, schauen wir mal. Gut, Code ist weg. Groudon. Xerneas. Ah, hoho, schade, rot. Dritte Karte ist immer gefährlich. Und ein Solgaleo, ein Flock Booster. Schade. Kann man nichts machen. Schauen wir mal, ob Lugia mehr Glück bringt. Das waren Lieblingskarten. Groudon.
Oh, schon wieder Luxtra Level X. Ach Gott, wie geht das? In einem und Lunala. In einem Koffer Double Luxtra Level X, das habe ich auch noch nie gehört. Oder noch nie gesehen. Okay, alles klar, ja, okay. Kann man nichts machen, leider. Ah, schade. Meistens sind ja zwei gute Hits dabei. Schauen wir mal, vielleicht. Wobei es ist unterschiedlich, aber vielleicht können wir den Rahmen sprengen. Palkia, Dialga. Oh, dunkles Garados. Nice, das habe ich erst einmal. Und Forschung des Professors. Na, immerhin noch eine andere Karte. Qualität ist sehr gut, muss man ehrlich sagen. Vom dunklen Garados. Schauen wir uns mal hinten an. Ja. Schaut eigentlich sehr gut aus. So, und letztes Booster. Last Pack Magic. Schauen wir mal, ob wir noch was Cooles ziehen können. Ist schon ein cooler Koffer mit drei Hits, kann man sagen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht ziehen wir noch was. Iveltal. Kyogre. So, jetzt wird spannend. Rot, oh. Oh, schade. Und Pikachu Full Art, ja, kann man nichts machen. Gut, wir haben aus 6 Celebrations Boostern folgende Hits. 2 Mini-Hits, also Seishin und Pikachu Full Art. Dunkles Garados, sehr cool. Luxtra Level X habe ich jetzt schon 3 oder 4 Mal leider, aber ja, kann man nichts machen. Genau, danke fürs Zuschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, ciao, ciao.